Funktion beziehungsweise die Definition einer Funktion. Was ist eine Funktion? Und da durch diesen langen Satz hier ist die Funktion definiert. Ich lese einmal vor. Bei einer Funktion wird jeder Zahl x aus der Definitionsmenge genau eine, nicht zwei, sondern genau eine Zahl y der Wertemenge zugeordnet. Die Wertemenge ist der Funktionswert oder das, was da rauskommt, ist der Funktionswert. X ist die Definitionsmenge. Für x kann man alle Zahlen einsetzen, die man will, vollkommen egal was. Und es kommt heraus eine Wertemenge, also ein einziger Wert. Die Wertemenge ist dann auch, kommt darauf an, was denn für eine Funktion man hat, ist dann auch genau definiert. Und es kommt genau ein y-Wert raus. Das können wir mal machen. Wir setzen mal für x, setzen wir 3 ein. Ne? Genau ein Wert wird aus der Definitionsmenge x genau ein y-Wert zuordnen. Das machen wir mal. 2 mal 3 sind 6, minus 3 sind 3. Das heißt, y wird 3. Das ist die Wertemenge y. Wir setzen 3 ein und erhalten 3, zufälligerweise hier auch wieder 3. Setzen wir mal 2 ein. 2 mal 2 sind 4, minus 3 sind 1. Wir erhalten für den Wert 2, erhalten wir einen y-Wert, nämlich 1. Die Definitionsmenge und Wertemenge kann man auf der x- und y-Achse sehen. Das wäre die x-Achse, das ist die Definitionsmenge. Und nach oben hier hin ist die y-Achse. Das ist die Wertemenge. Wenn wir dann für x zum Beispiel 2, hier wäre 2, ne? Wenn wir 2 einsetzen, dann kriegen wir für y einen Wert raus. Was war das? 2 mal 2 sind 4, minus 3 sind 1. Dann kriegen wir 1 raus, also hier ungefähr. Dann haben wir genau diesen Punkt, ne? Das ist ein bisschen klein, kann man vielleicht nicht so gut sehen. Und deswegen zeige ich euch das nochmal in einem Koordinatensystem, wie eine Funktion genau definiert ist, was es mit der Definitionsmenge und Wertemenge auf sich hat. Und ich zeige euch dann auch nochmal, was keine Funktion ist. Ne? Weil ganz wichtig hier ist dieses Blaue. Genau eine Zahl wird zugeordnet. Wir wählen ein x aus, zum Beispiel 5, und erhalten genau eine Zahl. Wir halten für y nicht zwei Werte. Das wäre keine Funktion. Das geht nämlich auch nicht. Ne? 2 mal 5 wären 10, minus 3 sind 7. Y wäre dann 7. Ne? Also genau einen Wert erhalten wir. Ich wische das nochmal weg und dann zeige ich euch nochmal anhand eines Graphen, wie eine Funktion genau definiert ist. So, jetzt habe ich hier eine Funktion aufgemalt. Das ist das Blaue hier. Müssen wir erstmal gucken, ob es überhaupt eine Funktion ist. Und zwar ist diese Funktion, die blaue, in ein Koordinatensystem gezeichnet worden. Ne? Jetzt wissen wir ja, was ich euch am Anfang erklärt habe, jedem x-Wert der Definitionsmenge dieser Zahlenstreifen geht hier weiter. Das ist die Definitionsmenge. Ne? Das ist die waagerechte Achse. Und das wäre senkrecht, das wäre die Wertemenge. Jeden Definitionswert x wird genau ein Wert der Wertemenge y zugeordnet. Jetzt könnte man mal sagen, wir machen hier, das wäre eine 1, 2, 3, 4 und 5. Man muss die x-Achse nämlich auch beschriften. Und hier geht es auch mit 1, 2, 3, hier ist minus, minus 1, das wäre minus 2, minus 3, minus 4. Und es gibt auch negative x-Werte. Machen wir hier, schauen wir hier hin, minus 1, minus 2, minus 3. Die Werte kann man auch hier hinschreiben. Das macht man eigentlich, aber hier hatte ich keinen Platz mehr, deswegen habe ich das gemacht. Genau
jedem x-Wert, wie gesagt, wird genau ein y-Wert zugeordnet. Jetzt gucken wir mal, ob das eine Funktion ist. Ne? Wir setzen für x 5 ein, da steht dann zum Beispiel 2x plus 15, wir setzen da 5 ein, das ist nur ein Beispiel, eine Skizze sozusagen. Wir setzen 5 ein und erhalten genau einen y-Wert. Jetzt müsste man das hier noch ein bisschen weiter zeichnen. Es geht dann hier weiter, so. 5 setzen wir für x ein und erhalten einen y-Wert. Der würde hier oben liegen. Das geht hier, wie gesagt, weiter. Hier oben wäre zum Beispiel 5. Ne? Wir setzen für x 5 ein und erhalten für y in diesem Fall zufälligerweise auch 5. Aber immer genau ein y-Wert. Wir erhalten nicht 2, sondern nur 1. Wenn wir 4 einsetzen, kommen wir hier hin. Ne? Bei 5 kommen wir dahin. 4 kommen wir dahin und haben dann genau auf der linken Seite hier einen y-Wert, weil auch bei 4 zufälligerweise. Wenn wir 2 einsetzen, erhalten wir genau einen y-Wert, nämlich 3, ne? Ungefähr 3, ne? Wenn wir die 1 einsetzen für x, dann erhalten wir ein y-Wert, nämlich 0. Hier ist 0 und da ist 1. Also hier wäre die 0. Wir setzen 1 ein für x, für die Definitionsmenge x bestimmen wir einen Wert, zum Beispiel 1, und erhalten dann ein y-Wert. Wenn wir hier ungefähr bei 0,5, ne? Wenn wir für x 0,5 einsetzen, erhalten wir hier für y minus 1,5. Ne? Hier wäre ungefähr minus 1,5. Das klappt alles sehr gut. Ne? Gucken wir mal, ob das weiter klappt. Wir setzen für x minus 2 ein und kommen dann auf den Wert. Y ist ja auch zufälligerweise minus 2. Ne? Wenn wir minus 4 einsetzen, kommen wir hier hin, das ist ungefähr 2,5, zwischen 2 und 3 sind 2,5. Das haben wir jetzt probiert, wir haben mehrere Werte eingesetzt für x und erhalten genau einen y-Wert immer. Ne? Jetzt mache ich das nochmal weg, also das hier, f von x, ist eine Funktion, ganz klar, ist eine Funktion, diese Funktion ist richtig, funktioniert also. Jetzt mache ich das nochmal weg. Also das Blaue war ja eine Funktion, haben wir jetzt gemerkt. Es funktioniert. Mache ich nochmal ein Beispiel. Und da überprüfen wir, ob das auch eine Funktion ist. So, jetzt kommt wieder was. Das sieht mal so aus. Jetzt gucken wir mal, ist das eine Funktion? Wir setzen für x, setzen wir zum Beispiel 4 ein. Dann kommen wir auf den Wert. Der Wert, der y-Wert wäre bei minus 5 ungefähr. Minus 5, ne? Ungefähr, ne? 4 setzen wir ein und minus 5. Moment, jetzt haben wir noch einen Wert. Wir setzen 4 ein und herauskommt hier oben noch ein y-Wert bei 5 ungefähr, ne? Der y-Wert liegt ungefähr hier so, ne? Das wäre keine Funktion. Nämlich, wir haben zu jedem x-Wert, haben wir, also jeden x-Wert der Definitionsmenge, das ist die Definitionsmenge x, wird genau ein y-Wert zugeordnet. Hier haben wir aber zwei Werte, also ist das hier keine Funktion. Ne? Jetzt wische ich das Ganze nochmal weg und dann zeige ich euch nochmal, wie man eine Funktion anders erklären kann mit einer Maschine, die die x-Werte bearbeitet und herauskommt ein y-Wert. Also, bis gleich. So, ich zeige euch hier mal anhand einer Maschine,
wie eine Funktion bearbeitet wird. Dieser Kasten soll eine Maschine sein, ne? Maschine. Und zwar, wir setzen eine Zahl ein für x, die Maschine bearbeitet diese Zahl und heraus kommt genau eine Zahl, nicht zwei, so ist die Funktion ja definiert. Dem x-Wert der Definitionsmenge wird genau ein y-Wert der Wertemenge zugeordnet. Ganz wichtig. Das machen wir mal. Ich nehme mal rot. Wir setzen mal die Zahl 2 ein für x. Mache ich hier rüber mal eine 2. 2 setzen wir ein für x. Dann steht hier, es wird die Zahl bearbeitet. 2 mal x sind 4, ne? Plus 1 sind 5. 2 haben wir eingesetzt und wir erhalten für y den Wert 5 oder die Zahl 5. Ne? Das ist die Wertemenge hier. 2 eingesetzt außer 2 wird eine 5. Die Maschine bearbeitet die 2 und heraus kommt eine neue Zahl, nämlich die 5. Jetzt nehmen wir mal lila, jetzt setzen wir mal die Zahl 3 ein. 3 setzen wir für x ein. 2 mal 3 sind 6 plus 1 sind 7. 7 kommt heraus. Ja? Eine lila 3 setzen wir ein und eine lila 7 kommt raus. Jetzt nehmen wir nochmal eine Zahl. Jetzt setzen wir mal minus 3 ein. Geht ja auch. Wir dürfen für x alle Werte einsetzen. Vollkommen egal. Wir können für x auch 120 einsetzen. Vollkommen egal. Oder minus 0,00001. Das dürfen wir auch einsetzen. Ne? Jetzt setzen wir für x minus 3 ein. 2 mal minus 3 sind minus 6. Plus 1 ist minus 5. Ne? Würde hier, schreibe ich mal hier hin, minus 5 rauskommen. Können wir noch eine Zahl einsetzen. Was nehmen wir denn dann für eine Farbe? Ich nehme mal blau. Das setzen wir 0. 0 wäre auch eine Zahl. Wir können auch 0 einsetzen. Ne? Setzen wir 0 ein. Für x setzen wir jetzt 0 ein. 2 mal 0 ist 0 plus 1 ist 1. Wir setzen 0 ein und kriegen genau einen y-Wert raus, nämlich die 1. Jedem Wert hier wird genau ein y dazugeordnet. Jedem Wert der Definitionsmenge, x ist die Definitionsmenge, wird genau ein Wert der Wertemenge y zugeordnet. Ne? Nicht 2. Wenn wir 3 einsetzen, kriegen wir hier nicht 2 Zahlen raus, ganz wichtig. Und so ist die Funktion definiert. Wenn ihr eine Funktion zeichnen wollt, diese zum Beispiel 2x plus 1, macht ihr eine Wertetabelle, schreibt auf der linken Seite die x-Werte hin, auf der rechten die y, x und y, da steht hier 1, 2, 3 zum Beispiel, da steht hier 4, 7, 1 oder sonst was. Und dann zeichnet ihr das Koordinatensystem auf und zeichnet dann die Funktion. Da gibt es extra noch ein Video dazu. Das Video heißt Graphen zeichnen. Graphen zeichnen. Da ist das nochmal genau erklärt, wie man eine Funktion bzw. einen Graph mit der Wertetabelle dann zeichnet. Ne? Genau, das war schon zum Thema Funktion bzw. die Definition, was eine Funktion ist.